Das Schlimmste, was wir Unternehmern antun können als Politik, sie zu nerven. Und zwar in jeder Hinsicht. Sowohl, wenn sie ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen mit ganz viel Regularien, mit ganz viel Bürokratie, aber auch dann, wenn es schwieriger wird. Ich glaube, der größte Fehler, wenn Politik Start-up-Unternehmer unterstützen will, wäre eine Art Start-up-Anti-Scheiterungs- und Geschäftsführungs-Fortführungsgesetz oder sowas Ähnliches zu machen. Also es darf niemals der Anspruch von Politik zu sein, besser zu wissen als die Unternehmer, wie das Ganze läuft. Ich glaube, da hat die Politik noch zu wenig gelernt. Der zweite Punkt ist, wir müssen junge Menschen darauf vorbereiten. Denn wer hat Lust, am Anfang des Lebens richtig durchzustarten, ist derjenige, der auch im Bildungssystem gegenübergestanden hat, in einem Bildungssystem groß geworden ist, indem er gelernt hat, dass es Spaß machen kann, selbstständig zu sein. Indem man gelernt hat, dass es Spaß machen kann, auch mal daneben zu legen und aus den Erfahrungen zu lernen. Wir haben heute ganz viel auch über Scheitern gesprochen. Ich finde, das gehört genauso dazu. Erstens zur Ehrlichkeit, dass es daneben gehen kann, aber auch gesellschaftlich zu akzeptieren, dass junge Unternehmer scheitern können, scheitern dürfen und danach die Chance haben, wieder aufzustehen. Wenn wir das als Politik lernen, wenn wir das als Gesellschaft lernen, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen schon deutlich besser. Und unterm Strich bleibt für uns natürlich, lasst uns Rahmenbedingungen so setzen, dass diejenigen, die ins volle Risiko gehen, auch am Ende des Tages das Geld haben. Da spreche ich ein bisschen die Banken an. Wir haben zwar Risikokapital in Deutschland, im Vergleich zum Silicon Valley ist es leider ein Bruchteil. Also von daher, glaube ich, haben auch diejenigen, die das Kapital haben, ein Stück weit die Verantwortung, dass wir das alles besser hinkriegen.